Hallo, ihr Quirlinge! Baron Dringil und seine Gefährten sind an einem alten Wachturm zwergischer Bauart angekommen, irgendwo süd, was ist das, südwestlich, von Klein Gewirrdorf. Hier gab es einen Hund und der Hund hat die Helden geführt zu ihm da, Ekundayo. Wie üblich hält sich der Herr Baron mal im Hintergrund und Valerie, die Regentin, sagt Hallo. Ekundayo, du folgst dem seltsamen Wolf, ach, es ist ein Wolf sogar, aha, und besteigst den Hügel. Dort kauert ein dunkelhäutiger Mann auf einem ausladenden Busch. Der Wolf läuft auf den Mann zu und setzt sich winselnd neben ihn. Whom you brought? Get lost, dog. You're not needed here. Wen hast du denn da mitgebracht? Fragt der Mann den Wolf. Verschwinde, Hund. Du wirst ja nicht gebraucht. Er hebt den Arm, als wolle er den Wolf schlagen. Aber das immer noch winselnde Tier weicht ihm nicht aus. Der Mann senkt den Arm, ohne den Schlag auszuführen. Das ist aber ein komisches Verhältnis zwischen dir und diesem Hund. Als sich der Mann aufrappelt, siehst du, dass die rechte Seite seiner ledernen Beinlänge blutgetränkt ist. Aha. Er ist sehr kräftig und hoch aufgeschossen. Als er auf seinen Bogen gelehnt vor dir steht, zittert sein verletztes Bein leicht und die rechte Seite seiner Beinlänge färbt sich erneut rot. Nichtsdestotrotz lässt sich der Mann seine Schmerzen, von seinem angespannten Gesichtsausdruck abgesehen, nicht anmerken. Ekundayo. Ekundayo, sagt der Mann und schaut dir geradewegs in die Augen. Chaotisch böse angreifen, wir sind keine Freunde. Ach, eigentlich müsste man mal in diesem Spiel einen chaotisch bösen Charakter spielen, der wirklich mobbend durch die eigenen Lande zieht. Da wäre schon Jubilos nicht in die Gruppe aufgenommen worden, weil er schon irgendwie tot in der Skunkflussfurte liegt. So. Also er stellt sich offensichtlich vor. Also dann, ich bin Dringil. Ich bin der Baron dieser Gefilde. Er freut mich, euch kennenzulernen. Ecken for decent ones. Are you decent? Der Mann nickt. Ekun, für meine Freunde, sagt er. Sind wir Freunde? Das ist erstmal keine Feinde. Also, wenn er mich nicht angreift und auch kein Bandit zu sein scheint und auch sonst mit nichts unter einer Decke zu sein scheint auf den ersten Blick, also unter einer Decke mit den Trollen oder mit Banditen oder mit Gardiniengilben irgendwelcher Art, Tartuccio oder so, wenn das alles offenkundig nicht der Fall ist, auf den ersten Blick zumindest, dann kann man durchaus sagen, ja, wir sind Freunde. Also, was macht ihr hier? Sitting, waiting, hunting. Sitzen, warten. Ekundayo zuckt mit den Schultern. Jagen. Wer? Kann ich euch helfen? Wieso denn wer? Die Frage war, was machst ihr hier? Und die Antwort war, sitzen, warten, jagen. Da kann ich noch nicht mit wer entgegnen. Das kann ich schon, aber es macht keinen Sinn. Ich kann sagen, ich bin der Baron dieser Gefilde. Beantwortet meine Frage und ich lasse euch auspeitschen. Er hat die Fragen beantwortet. Auf seine Art. Neutral. Chaotisch gut. Wenn ich hier das Neutrale sage, dann klingt es so, als wäre das Gespräch, als würde das Gespräch dann beendet. Aber die anderen beiden Antworten, die darüber und die darunter, sind nicht darauf angelegt, dass das Gespräch dann zu Ende geht. Deswegen würde ich behaupten, dass das Gespräch hier bei der neutralen Antwort auch nicht zu Ende geht. Deswegen, also gut, wenn ihr nicht reden wollt, von mir aus, Weidmanns Heil. Darfst du ja überhaupt jagen in den Wäldern des Barons? Sorry, our knowing each other started incorrectly. We start again. Ah, sieh mal an. Du hast langsam ein bisschen handzahm. Ekundayo kneift die Augen zusammen und atmet lautstark aus. Tut mir leid, unser Kennenlernen stand unter keinem guten Stern. Fangen wir doch mal neu an. The name's Ekundayo. Ekon for decent ones. Used to be a carpenter in the Bristlehill village. Trolls attacked. Killed everyone but me. We'll show them. That was a mistake. Mein Name ist Ekundayo. Meine Freunde nennen mich Ekun. Ich war Zimmermann in Bristlehill.
Dann kamen Trolle, haben alle getötet, nur mich nicht. Ekun spricht mit distanzierter Stimme und fixiert einen Punkt über dir. Werde ihnen zeigen, dass das ein Fehler war. They all deserve death. Khargad, most of all. Rock Troll. He led them. Aha, er hat also was mit den Trollen zu tun, also im Sinne von, ist damit verfeindet. Sie verdienen alle den Tod, vor allem Khardat. Ekun verzieht das Gesicht, als hätte er Zahnschmerzen. Felstroll, er war ihr Anführer. Aha. Die naheliegendste Frage. Wusstet ihr, dass die hiesigen Trolle neuerdings keine Angst mehr vor Feuer haben? No, didn't. Fire arrows couldn't murder them. Now I know the reason. Had no chance here. Can see it now. Ekuns Gesichtsausdruck ist schwer zu deuten, aber er scheint überrascht zu sein. Nein, eben nicht. Feuerpfeile konnten sie nicht töten. Jetzt weiß ich warum. Er beäugt sein verletztes Bein. Hatte keine Chance, das ist mir jetzt klar. Aha. Wie wurdet ihr verwundet? I've been hunting trolls until they have hunted back. The wound can't stop the hunting, just slows it down. Habe Trolle gejagt, bis sie den Spieß umdrehten. Ekun zuckt mit den Schultern. Die Wunde hält mich nicht davon ab, sie zu jagen, macht mich nur langsamer. Chaotisch böse. Ich habe es satt, dass heimatlose Herumtreiber durch meine Ländereien streifen. Ist das ein Gefährte hier, weil ich hier anschließend und so weiter sagen kann? Wie kann ein einfacher Zimmermann Trolle jagen? You were not always a baron. Here, I was not always a carpenter. Nothing to lose anymore. Ihr wart nicht immer ein Baron und ich war nicht immer ein Zimmermann. Ekun scheint durch dich hindurch zu sehen. Ich habe nichts mehr zu verlieren, fügt er flüsternd hinzu. Warum sitzt ihr auf diesem Hügel? Trollfeet often followed this path. Can't hunt them anymore. That's why I wait. They will come here eventually. Aha. Trollfüße sind oft diesem Weg gefolgt, also er ist ein Spurenleser zumindest mal. Ekun starrt auf seine Wunde. Kann sie nicht mehr jagen, deshalb warte ich. Irgendwann werden sie kommen. Mhm. Ich jage die Trolle ebenfalls. Wollt ihr euch uns anschließen? Ekuns Gesicht wird etwas ruhiger. Er scheint sich über dein Angebot zu freuen. We'll mark on your map all the places where troll feet tread the land. Troll's lair must be somewhere nearby. Aha. Ich markiere auf eurer Karte alle Stellen, wo ich Trollspuren gefunden habe. Das Versteck der Trolle muss dort irgendwo sein. Und dann habe ich neue Örtlichkeiten enthüllt. Zwergenruinen, Koboldpfad und Trolllichtung. The spirit is strong, but the body falters. We'll follow you wherever you need, but this wound must be tended by healers in the capital. Don't want to burden. Der Geist ist stark, aber das Fleisch ist schwach. Ich folge euch überall hin, aber diese Wunde muss von den Heilern in der Hauptstadt versorgt werden. Will keine Last sein. One more thing, before we go. Troll feet tread this path often. Would like to stay here until they appear. Eine Sache noch, bevor wir aufbrechen. Ekun deutet auf das Tal am Fuße des Hügels. Trollfüße gehen oft auf diesem Weg. Würde gerne bleiben, bis sie kommen. Bevor wir aufbrechen, wollte ich euch keine eindeutige Fragen stellen. Das Problem ist, also ich würde jetzt gerne Option 3 nehmen, im Hinterhalt bleiben. Das ist ein perfekter Ort für einen Hinterhalt. Warten wir, ja. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wenn ich das tue, dass er dann trotzdem meiner Heldenkuppel hinzugefügt wird und dann muss ich jemanden nach Hause schicken. Und das wäre im Moment er selber, weil er ist verwundet und die Helden kennen ihn noch nicht so gut und so weiter. Und er soll sich erstmal auskurieren, bevor er irgendwie auf Heldentour mitgehen kann. Wenn ich ihn aber nach Hause schicke, ist es natürlich irgendwie, widerspricht es seinem Wunsch, hier in dem Hinterhalt selbst drin zu bleiben. Also, den Hinterhalt selbst mitzustellen. Das ist irgendwie doof. Ich nehme an, dass es genauso sein wird. Gucken wir mal. Also, ich sag mal, hier im Hinterhalt bleiben. Das ist ein perfekter Ort für einen Hinterhalt. Warten wir. Ja, genau das. Eine offene Rechnung. Genau das, was ich befürchtet habe.
Aber ich kann ja keinen von euch nach Hause schicken, oder? Kann ich einen nach Hause schicken? Regonga vielleicht? Also es wird ja wohl jetzt hier nicht der Trollanführer kommen, hoffe ich. Es werden normale Trolle kommen, vielleicht irgendein Troll, irgendwas Unteroffizier, das kann schon sein. Aber es wird hoffentlich jetzt kein Übertroll kommen. Das kommt alles noch später. Ich kann Jubilos Time schicken. Das Problem ist, Jubilos ist der Einzige, der mit seinen Säurebomben die Trolle killen kann. Außer natürlich Regonga mit dem Säurespritzer. Aber Regonga ist schon ziemlich angemust und angematscht. Wenn der wieder ausgenockt am Boden liegt und ich habe dann drei ausgenockte Trolle rundherum, dann kriege ich die Trolle nicht klein, weil er hier da nicht da ist. Und du hast mit Säure garantiert nichts am Hut. Valerie nach Hause schicken geht nicht. Amiri vielleicht? Noch ein Nahkämpfer weniger. Du bist doch ein Fernkämpfer, oder? So wie du aussahst. Hier ist doch schon wieder so ein schnelles Schießen. Das ist ein Fernkämpfer. Oh, ist das doof. Nee, mein Lieber, so leid es mir tut. Wir machen den Hinterhalt und wir erzählen dir dann davon. Tut mir leid, du bleibst jetzt nicht hier dabei. Das ist irgendwie alles zu ungünstig gerade. Annehmen. So, Pause. Ah! Das geht ja schnell. Michael, verpiss dich. Valerie, verpiss dich nicht. What you An want? Miri dahin. Du machst dein Schild. Jubilost weg. Tringil, vielleicht bleibst du da, wo du bist. Bist versteckt. Ist gut. Ach, die haben mich noch gar nicht gesehen. Aha, I sehr know schön. what to do. You know what to do? Really? Seriously? Na dann. Jetzt schießt du daneben, du Vollpfosten. Der würfelt wieder eine 3. Oh, du hast einen Modifikator von 12. Ab 4 triffst du und würfelst eine 3. Es ist nicht dein Ernst, Ringier. Oh, ich nehme deinen Würfel und schmeiß ihn in den Müll, ehrlich. Kriegst einen neuen von mir. Einen, der ab 10 anfängt. Oh. Tja. Was ist das da für ein Gebrandmarkter-Troll? Amiri. Du kannst deinen Kampfrausch wieder neu machen. Warte mal, du kommst mal erstmal dahin. Lass erstmal Valerie nach vorn. Let us strike as one. Dass er die alle einfängt. Du gehst mal weg hier. Bumm. So. Jetzt greifen alle den ersten da an. So, du machst schon mal. Vielleicht gehen wir den ja gleich down. Dauert ja eh 3 Sekunden, bis du wirfst. Jubilost! Danke. So, der da ist auf den konzentrieren. Can't keep this up much longer. Wow, wer macht denn da so viel Schaden bei dir? Michel, wir brauchen Heilung. Und wir brauchen die nächste Säurebombe. Michel, wenn du jetzt heilst, hast du die dann schon im. Wo ist denn so Valerie? Da. Das ist knapp nicht drin, glaube ich. Tschüss, Valerie. War schön mit dir. Der nächste an der Todesschwelle. Eine taktische Finesse ist wieder mal unfassbar. Weiter heilen. Der ist jetzt tot. Alle greifen den da an. Krass, wie viel Schaden die machen. Weiter. So. Und hier. Bombe.
Jubilos, das dauert alles viel zu lange. Danke. Oh, weia, Valerie, komm mal hierher. Was haben die dir denn getan? Du hast doch eine Rüstungsklasse von 28 und das hat irgendwie nicht so wirklich viel gebracht. Krass. Aber was kann ich anders machen, als den Main Tank an die Front zu stellen? Wen soll ich denn sonst da hinstellen, wenn nicht Valerie? Die wird hier zerlegt und uns zerschreddert. Das ist ja unglaublich. Hier. Das ist ja ein Tropfer für heißen Stein. Dann hier der noch. Magritium Turinos. So. Waren das alle? Focus on the goal. Hier gibt's Gold und so weiter. Leichte Wunden heilen. Alles einsammeln. Waren das nur drei Trolle? Also die anderen Trolle waren irgendwie leichter. Die haben Valerie nicht so durch die Mangel genommen. Troll. Verursacht 7 Schaden bei Valerie. Wie schaffst du denn das? Die Rüstungsklasse des Ziels ist 14. Wieso hat Valerie eine Rüstungsklasse von 14? Guck mal, der Troll würfelt 19, Dringil. Das ist eine Zahl, die kennst du gar nicht. Also hier hat sie eine Rüstungsklasse von 23. Dann hat sie eine von 14, das verstehe ich nicht. Wieso kann der gebrandmarkte Troll einen Gelegenheitsangriff auf Valerie durchführen? Die steht doch vorne und die macht doch nichts. Die zaubert doch nicht und geht auch nicht weg. Ich habe die doch nicht weggeschickt, die stand doch die ganze Zeit da. Das ist komisch. Die hat Valerie jetzt eine Rüstungsklasse von 31. Wieso ist denn die Rüstungsklasse ständig anders bei dir? Das ist irgendwie mir gerade unbegreiflich. Aber selbst wenn. Sie hat eine Rüstungsklasse von 31 und er hat einen Modifikator von 17 und würfelt eine 17. Guck mal, der Trinkel, der würfelt eine 17. Die Zahl kennst du auch nicht. Du kennst doch nicht mal die 7. Du kennst nur 1, 2, 3 und 4. Ha? Mann. Du bekleckerst dich gerade überhaupt nicht mehr mit Ruhm in den letzten Kämpfen, mein Lieber. Und lässt nach, seitdem du Baron bist. Das ging früher alles viel geschmeidiger. Ich glaube, ich lasse dich abdanken. Es ist Let's Play zu Ende. So. Wo geht's denn hier wohl hin? Na ja, kommt alle dazu. Dann kann man hier irgendwie die Wahrnehmung mal ausnutzen. Und du hör mal auf zu schleichen. Warum seid ihr so langsam? Weil es regnet? Nee. Weil es hier so hügelig war. Vielleicht. Warum kommen hier Trolle hin? What's that? Bing, haha, so, hier, da, Geheimverscheck. Da finde ich ein nicht identifiziertes Amulett. All according to plan. So, was habe ich jetzt hier an Erkenntnissen gewonnen? Ich habe durch Ekundos, hieß der so? Ekundaios Hilfe, 3 weitere Örtlichkeiten aufgetan, an denen sich Trolle aufhalten. Die sind zu untersuchen. Was ist eigentlich mit dem Hund geworden? Ach, wenn der, das ist vielleicht eine Jägerklasse, der Ekundaio, und da hat der ein Begleittier. Und das ist dieser Hund. Deswegen ist der mit ihm weg und der ist dann im Kampf auch wieder da. Das ist gar nicht schlecht. Hier sind irgendwelche zwergischen Hinterlassenschaften. Ich finde den Splitter eines Zwergenhelms tatsächlich. So, hier genau, dann hier runter. Okay, also die Helden haben was rausgefunden über die Trolle. In due time. Und sind beladen mit nicht identifizierten Sachen. Haben einen neuen Gefährten, der vielleicht was über die Trolle weiß. Noch irgendwie. Und haben 2 zermatschte Nahkämpfer. Ich sollte den Rückzug antreten in Richtung Klein-Gwirdorf, wo es auch genug Sachen zu tun gibt.
Stichwort Regierungsgeschäfte. Was bist du? Bist du ein Bandit? Stopp, 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 stopp. Bandit, da sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das habe ich neulich schon getan. Ready for anything. Dringil, schau dich um. Ist da wieder so ein Banditenüberanführer dabei? Der hier meine Nahkämpfer zerschreddert. Ein kleines Lager. Du bist doch da nicht alleine, komm. Du bist ja alleine? Nein, bist du nicht. Da ist noch ein Fernkampfpartie dabei. Gut. Dringil, kannst du dir das Unterholz? Kannst du nicht. Du kannst ja nicht weiter. Ich sehe hier zwei Banditen. Und hier hinten sieht Dringil nichts hinterm Gebüsch. Das ist ja eigentlich ja nicht so schwierig. Deswegen. Amiri, Liebes, komm du mal dahin. Und mal dahin. Valerie, schön wie nie. Dahin. Jubilost. Michel. Regonga. Mach dein Ding. Danke. Don't hesitate. Attacke. Halt, stopp. Muss noch ein Stück näher. Du greifst da an. Und Amiri greift. Das ist doch zu weit weg. Stopp. Was muss ich. Ach so, wenn ich jetzt. Ja, es ist doof. Greif auch da an. Nee, greif nicht da an. Du läufst. I'm listening. Dahin. No mistakes. Und Dringil schießt. Bitte triff, Hase. Ja! Das sind drei Banditen. Danke. So. Amiri, du machst einen Dingensmummens-Angriff auf den da. Kannst du nicht. Warum kannst du das schon nicht? Weil da was im Weg ist. Hier ist der Busch im Weg und da ist... Ach, das ist alles scheiße. Du läufst dahin. Ihr helft. Gonga kommt auch dazu. Dringil schießt da auch weiter. Der ist ja schwer verwundet. Den kriegen wir hoffentlich schnell runter. So. Kampfrausch. Und Attacke. So, Amiri. Kann das Problem noch nicht lösen. Alle da angreifen. This requires your attention. Ja, toll. Jetzt trifft wieder. Oh, danke, Amiri. This should do it. Look at me, Gorum! Okay, der Kampf war ein bisschen besser, aber es waren doch nur drei Gegner. Sammelt euch. Der Michel flickt. Und zwar zusammen. Was noch irgendwas Mittleres? Magnesium Turinos. Gut. Dann. Something bothering you? Das ist so schön. Ich finde, beim Alchemisten der Banditen Säurefläschchen, Alchemisten, Feuer, Schokolade, Armbrust, Kettenhemd, normale Banditenausrüstung bei den anderen beiden. Und hier, Reifercheck-Alarm. Da gibt es. Was genau? Ein paar Güter, Gold und was ist das? Jasper. Und hier auch noch irgendein Banditenhort. Rüstungen und Schleifsteine und so weiter. Und das war alles. Ne, hier ist noch was. Ein Pilz. Pilz, genau. Alles gesehen. Beziehungsweise geht mal bitte alle hier hinter. Die äußerste Ecke. Tja, ihr Quirlinge, ich könnte jetzt hier weitermachen.
auf der Karte des zerstörten Wachturms, aber ehrlicherweise würde ich ganz gerne jetzt die Helden zurückschicken. Und dann mit Harim hier wieder hinkommen, bei der nächsten Tour. Weil Harim ja hier mit diesen Zwergen irgendwie was wollte. Was ist denn jetzt hier los? Was bist denn du, ein wilder Wolf? Stopp. Dann kriegen wir noch tot. Schuss. To victory! Ui. Hey Gonga, was machst du da? Danke. Michel, heute die Tiere. Ein Pelz. Na, immerhin. Dann. Ja. Einstweilen bei Bye Wachturm. Die Karte ist zu groß, um sie jetzt zu machen. Die Helden sind auch zu angezählt. Und es gibt viel zu viele Sachen zu tun. Und zwar zu tun in Klein Gwirdorf. Und ich nutze die Gunst der Stunde noch hier jetzt den Weg zurück zu entdecken, falls das möglich ist. Ohne zu viele Gilbe. Was kann man hier... Ah, den Weg habe ich jetzt irgendwie... Das eine Runde zu drehen ist aber auch doof. Hey, macht weiter hier. War ja klar. Gegen wen kämpfen wir? Ist das wieder diese Tausendfüßler-Karte? Eine Schockechse. Tschüss. Ah. Alle da angreifen, außer Amiri, die läuft da hoch. Schockechsen. Okay, war jetzt nicht so schlimm. Da kann man nichts plündern. Dann weg hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, weiter. Oh, was Neues entdeckt, ein überwuchertes Becken. Was ist das? Der Fluss macht hier eine scharfe Biegung, bevor er sich zu einem tiefen Becken verbreitert, das mit Seerosen übersät und von wogendem Schilf gesäumt ist. Am Rande des Beckens liegen mehrere frisch gefällte Bäume, deren Kronen zwischen verblassten Nebelschwaden ins Wasser ragen. Ach, wie blumig und poetisch. Ich will hier nicht rein, ich will nur drüber laufen. May we have a moment of respite? Nee, noch nicht. Abbrechen. Es gibt was zu tun, ja. We should gather our strength. Nein. Da. Betreten. So, und jetzt würde ich gerne in den Thronsaal. I tire. Ja, und dann wird hier gerastet. Sehr gut, und dann wieder raus. So, Dringil, und dann musst du dich leider mal wieder um Regierungsgeschäfte kümmern. Geht nicht anders. Baron zu sein, es ist ätzend. Und ja, was sich hier in der Baronie alles schon wieder zusammengebraut hat an Unbill, das sehen wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin.